Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marshmap 3.1 ohne Gräben, wie ihr hier sehen könnt. Wir sind dabei, das letzte Feld gerade zu sehen. Wir sind dabei, ja, Zucker zu produzieren ohne Ende und sind auch dabei zu verkaufen, was das Zeug hält. Alles schon in Vorbereitung auf den Umzug auf die Vierfach-Map in einigen Wochen, sag ich jetzt mal. Das dauert noch ein bisschen. Wird also hier bei mir Mitte Dezember werden. Vorher schaffe ich es nicht, auch wenn sie schon deutlich vorher veröffentlicht wird. Aber ich habe leider keine Zeit zu produzieren. Und alle Folgen, die ihr bis dahin seht, sind dann schon vorproduziert. Wie war das denn noch? Paletten ist angewählt. Ja, das ist ja schön. So, jetzt machen wir erstmal hier die Brennerei frei, dass die weiterarbeiten kann. Weil wir haben hier Rohstoffe ohne Ende. Aber eben keine kein Platz mehr. Und wir haben jetzt hier einen Trailer voll. Passt. Passt. Also fast eine Ebene auf dem Trailer. Voll mit Korn. Okay, er fährt nicht mehr bei mir hier. Warum auch immer. Irgendwas ist hier gerade wieder komisch. Kann einsteigen. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Er reagiert hier nicht mehr. Also teilweise reagiert er noch. Aber eben wirklich nur teilweise. Lenken kann ich noch, komischerweise. Aber vieles andere reagiert nicht mehr. Ja, ich glaube, ich muss das mal unterbrechen. Und mach dann gleich mal weiter. Ja, moin! Da sind wir wieder. Ja, ich hatte hier ein Problem mit meiner Kontrolle. Irgendwie funktionierte die Steuerung nicht mehr richtig. Ja, ich habe mal eben das Spiel neu gestartet. Und wir machen weiter. Ich muss gleich mal gucken, was der hier jetzt genau gemacht hat. Irgendwas ist hier jetzt gerade ganz komisch. Mit dem Aufzeichnen des Spiels. Laden. Achso. Ja, da wollen wir natürlich laden. Ja klar. Das kommt. Jetzt mal eben. Die drei Paletten. So. Und da sind wir drin. Autoload ausschalten. Kann auch mal wieder. Ja, Allrad kann ich anlassen. Wo kriegen wir denn am meisten Kohle? Über Obstler. Korn, Edeka. Schlauch Edeka, ja, perfekt. Ja, stell ich mal nicht so an. So, jetzt müssen wir nur eben zu Edeka finden. Und dann gucken wir mal, wir starten mit 4.075.327 Euro. Lidl, da wollen wir aber ja nicht hin. Und ja zu Edeka. Erstmal gucken. Ich fahr so selten zu Edeka. Das ist unglaublich.
allem von dieser Seite fahre ich so selten zu Edeka. Ich muss erstmal gucken, wo Edeka ist. Ach, siehst du, ich bin eine zu weit gefahren. Er macht ja nichts. Nein! Ah. Hallo? Wieso kann ich jetzt hier meinen... Och Mann! Was ist denn das? Ah, doof. Aus Versehen auf. Ja, so. Bin ja auch. So, Arbeitsmodus aus. Falsche Taste gedrückt. Beladungsart geändert. Und dann aus Versehen abgeladen. Im Dunkeln. Ich sitze hier gerade im Dunkeln. Ich muss unbedingt mal Licht anmachen. Kann ich gerade nicht? Ich nehme ja gerade auf. Kann ich ja nicht aufstehen und Licht anmachen. Das geht ja nicht. So. Nochmal gucken. 4.075.320 haben wir angefangen. Jetzt wollen wir mal schauen, womit wir dann hier aufhören. Wie viel Kohle wir denn jetzt tatsächlich hierfür kriegen? So, der oben ist fein am Sehen. Dadurch, dass ich das Spiel gestoppt habe, gerade eben, hat der da vorne natürlich auch kein Autoload mehr. Das heißt, da muss ich jetzt erst einmal hin, muss ihn anhängen, wieder Autoload sagen. Obwohl es im Moment auch noch nicht so schlimm ist. Da ist ja nichts drauf. Gehängt. Ah, nein. Und mich aus dem Weg stellen. Hier kommt ja gleich der Kollege, der das Wasser bringt. So, und dem will ich ja nicht im Weg stehen. Nein. So, daher bleibe ich jetzt mal hier stehen. Und guck mal. Was wir hier so machen. Ah, okay. Ja, wir waren hier und wollten Mischration verkaufen. Er produziert hier schneller nach, als ich irgendwie auch nur annähernd gucken kann. Das heißt, ich muss gleich erstmal zusehen, dass ich hier aus meinem ersten Auflieger endlich mal die 0% Kompost rauskriege, die ich da drin habe. Da ist nichts drin, aber er meint, es wäre Kompost drin. Und ich kriege das nicht raus. Ich habe schon mit hier abladen probiert und so. Also hier geht sowieso nicht auf dieser Station, weil er einfach keinen Kompost hier annimmt. Und die Funktion hier abladen, wo man überall abkippen kann. Er lädt ab und lädt ab und lädt ab. Und es kommt einfach nichts. Ich kann es ja hier gleich nochmal probieren. Ob es jetzt geht. Der jetzt einmal neu gestartet. Aber jetzt zeige ich mir immer noch an, er hätte Kompost geladen. Was schon sehr komisch ist. Wenn der Anhänger leer ist, ist er leer. Ja, dann zeigt er mir eigentlich gar nichts an. Also ich muss jetzt eigentlich mal irgendwo hinfahren, wo ich Kompost loswerde. Das ist unter anderem beim Getreidehandel da auf der anderen Seite. So, da fahren wir jetzt mal hin. Wir machen den mal leer, weil das geht mir schon ziemlich auf den Keks.
die Gelduhr rattert nach oben. Das ist geil. Ich bin nicht leer. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Das machen wir in dieser Folge noch. Und dann ist erstmal Schluss. Ich fahre jetzt mal irgendwo hin, wo ich Kompost bekomme. Und zwar komme ich unter anderem eigentlich ist es ja eine Rapsmühle, da wo Rapsöl gemacht wird, und bei der Raffinerie, da bekomme ich ja Kompost. Und dann fülle ich den einmal richtig voll mit Kompost, oder zumindest das, was da ist. Und dann schauen wir mal weiter, was denn dabei so rumkommt. Ja, die Rübenernte brauche ich nicht mehr auf dieser Map, also, ne, die fahre ich. Den Rübenroder, den fahre ich gleich auch zum Hof, da steht schon der andere. Der wird sauber gemacht. Und wird dann in die Halle gestellt. Dann auf der Vierfach-Map wieder rausgeholt zu werden. Ich will mal eben gucken, was hier bei der Bäckerei vor sich geht. Was denn fehlt? Weil ich glaube, irgendwas fehlt. Aber ich weiß nicht, was fehlt. Mehl, Mehl, Mehl. Fehlt Mehl. Fehlt Mehl. Es fehlt Mehl. Ja gut, alles klar. Komme ich mit klar? Mehl produzieren wir noch. Wir machen ja ganz viel. Wir bauen ja jetzt ganz viel Weizen an. Damit werden wir dann auch Mehl produzieren, auf jeden Fall. Das ist mal klar. Ah, was für ein geiler Sonnenuntergang. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier einigermaßen unfallfrei denn an die Stellen komme, an die ich möchte. Nämlich den Kompost abzuholen. Ups. Mehr als ein Anhänger. Das ist ja schon mal gut. Da wird noch viel mehr reinkommen heute oder jetzt die nächsten Tage. Das ist auch mal klar.
Kiste ist voll. Und der zweite füllt sich auch langsam. Wo kriegen wir am meisten für Kompost im Moment? Immer noch im Getreidehandel. Und haben wir nicht. Boah, die Gelduhr rennt und rennt und rennt. Vielleicht sind wir bei 6 Millionen. Wolle. Wolle kann ich auch noch verkaufen. Stoffrollen kann ich noch verkaufen. Stoffrollen habe ich, glaube ich, auch noch. Die habe ich noch gar nicht verkauft. Aber da kümmere ich mich drum, wenn ich dann mal wieder unten an der im Bereich der Holzproduktion bin. Das wollte ich machen, wenn hier die... wenn alles ausgesät ist. Dann, dann wollte ich das machen. Dann wollte ich mich drum kümmern. Fahren mal eben schnell zum Getreideverkauf. Ruckel, ruckel. Ah, das darf's wohl mal. Ja, erstmal bedanke ich mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr da wart. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr mir ein Like hinterlasst und wenn ihr mich abonniert natürlich auch. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet oder bei der nächsten Folge, besser gesagt. Ja, in diesem Sinne sage ich dann mal Ciao!